Ich bin Engel Samuel. Ich grüße dich, geliebtes Herz, geliebte Seele hier auf Erden, in deinem wunderschönen Erdenkleid. Durch das Medium möchte ich dir ein paar Worte über die Liebe mit dir teilen. Ich helfe und unterstütze bei der Transformation, damit sich die wahre Liebe wieder in dir verankert und du eine Kostbarkeit bist, hier auf Erden, die wahre Liebe, die in der Wirklichkeit ein natürlicher Zustand ist, zu verkörpern, ob Mann, ob Frau. Durch die vielen Inkarnationen, die vielen Leben, die du gelebt hast, denn du warst Mann, Frau, alt, jung und du hast hier auf Erden viele, viele unzählige Erfahrungen erlebt, gelebt, gefühlt und dieses Erfühlen hat in deinem Herzen Spuren hinterlassen. Und diese Spuren sind eingespeichert in deinem Herzen. Und in zwischenmenschlichen Beziehungen, die du in dieser Inkarnation für dich gewählt hast, zeigen sich diese Strukturen immer noch. Denn sie dienen dir, damit du aufmerksam werden kannst, wenn du es möchtest, diese Strukturen in deinem Herzen zu entdecken. Denn diese Strukturen sind in Wirklichkeit nur Erfahrungen. Jedoch auf diesem Planeten, in diesem Universum. Und deshalb bist du hierher gekommen, auf die Erde, um zu fühlen. Wenn jedoch Erfahrungen, die du gewählt hast zu erleben, geliebte Seele, dich überfordert haben, es zu fühlen,
Hast du aus Eigenliebe und Selbstschutz dein Herz geschlossen? Und das hast du gemacht, um zu überleben, um dich selbst zu schützen. So wünsche ich dir, dass du ganz liebevoll mit dir bist und dein Herz streichelst mit deinen Händen, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe zu dir selbst. Denn du hast das Herz verschlossen, weil du sehr intensive Liebesenergien in dir trägst. Feinfühligkeit, Zärtlichkeit und eine kraftvolle Liebe in der kosmischen Schwingung der Freiheit bist. So kann es sein, dass du dich nach einer liebenvollen Beziehung sehnst, dass du sie leben möchtest. Doch aus diesen alten Leben und diese Erfahrungen, die du darin machen wolltest, selbst gewählt hast, hast du in deinem energetischen Herz Vernarbungen, Verletzungen. Durch die du achtsam mit dir selbst sein darfst. So kann es sein, dass du glaubst, Liebe nicht fühlen zu können. Doch ich sage dir, du fühlst die Liebe sehr intensiv. So macht es dich aufmerksam. Deine Gedanken, die du trägst,
die du aussendest. Und so haben viele Seelen entschieden, die Liebe kontrollieren zu wollen. Denn wenn die Liebe in dir erwacht, beginnt sie, sich auszudehnen, weil du dich auch danach sehnst, dass sich die Liebe ausdehnt, denn du bist Liebe. Du bist eine wunderschöne Liebe hier auf Erden. Doch kann der Schmerz nicht heilen, wenn du die Liebe kontrollieren möchtest, was durchaus sinnvoll für dich ist. Und ich bin für dich da, um dir zu helfen, diese Strukturen in dir wahrzunehmen, damit du erkennst, was reine Liebe ist und was für Strukturen noch aktiv sich in deinem Energiefeld zeigen. Durch deinen freien Willen hast du immer die Wahl. Ob du diese Strukturen erkennen, erlösen und neu eine Wahl treffen möchtest, dich diesen Strukturen zu stellen. Die sich bemerkbar machen durch Überzeugungen, Glaubenssätze und starke Gefühle, die oft, wenn sie sich zeigen, erstmal durch unerlöste Liebe sich ausdrücken. Doch sage ich dir, hab keine Furcht, denn indem du es in dir aufsteigen lässt, aus deiner Herzensfrequenz, aus deiner Herzensliebe, können diese Strukturen sich auflösen, indem du eine neue, lichtvollere Wahl triffst. Denn, geliebtes Menschenkind, geliebtes Herz, es hat nie etwas mit deinem Umfeld zu tun oder
mit einer anderen Seele, mit der du eine Beziehung lebst, ob als Freund, Freundin, Geschäftspartner, als Eltern oder in einer Liebesbeziehung. Alles sind Möglichkeiten, diesen Strukturen zu begegnen. Es ist eine Möglichkeit für dich, diese alten Strukturen zu erlösen. Was ihr hier auf Erden als Unliebe bezeichnet. Denn in der Wirklichkeit ist alles harmonisch in Liebe verbunden. Durch die Dualitätsfrequenzen und Schwingungen, die in eurem System eingebettet sind, damit ihr erfahren könnt, was nicht Liebe ist. Wart ihr über viele Inkarnationen verstrickt, abhängig, und voneinander abgeschnitten, abgetrennt. Dadurch habt ihr Erfahrungen und Erlebnisse erlebt, die euch im Herzen traumatisiert hat. Und als Seele, als ewiges Licht und ewige Liebe, konntet ihr fühlen, dass das nicht die Liebe ist. Schon allein, wenn ihr in der Rolle von Opfer und Täter wart, wenn ihr zum Beispiel in einem Krieg einen anderen Menschen getötet habt, wusstet ihr ganz genau in eurem Herzen, dass das nicht Liebe ist. Und doch ist es geschehen. Denn in diesen verschiedenen Zeitepochen wart ihr auch in den Strukturen der Zeitepochen, um Erfahrungen zu machen in diesen Zeitepochen. Und wenn ihr Opfer wart, auch da wusstet ihr in eurem Herzen ganz genau, dass das nicht Liebe ist. Und doch ist es geschehen. Und so gibt es unzählige Beispiele, was nicht Liebe ist, und ihr kennt sie in eurem Herzen. Doch im Hier und Jetzt, wo ihr euch befindet, geht es darum, diese Strukturen zu fühlen, dass ihr
uneins seid. Dass ihr mit den Menschen, mit euren Brüdern und Schwestern, nicht in Einklang, in Einheit lebt. Denn jeder denkt anders, fühlt anders und lebt anders. Und doch sage ich dir, die Liebe verbindet alles wieder neu. Das Liebesband wird durch dich in dir erneuert, indem du das, was du gefühlt hast, anerkennst Frieden schließt und dich erneut für die wahre Liebe der Freiheit entscheiden kannst. Dadurch heilt die Liebe in dir und um dich herum. So bin ich für dich da. Wenn du möchtest, diese Energien in deinem Leben, in deinem Herzen zu überwinden, sie dir anzuschauen. Mit deinem jetzigen Bewusstsein, wo du schon erkennst, was Liebe ist und was nicht Liebe ist, damit du in dir und in deinem Nächsten mit Güte, Barmherzigkeit, Geduld und Sanftheit diesen Strukturen begegnen kannst. Ich bin da, rufe mich. Ich bin da, um mich mit dir zu verschmelzen, damit meine Strukturen, meine Kraft und meine Liebesmacht, die ich bin, dich befähigt, diese Strukturen aufzugeben, sie sein zu lassen, die Liebe wieder fließen zu lassen. Das Kontrollieren der Liebe aus deinem System abfließen zu lassen. Denn die Liebe nährt euch. Die Liebe lebt. In euch und um euch herum. In vielen verschiedenen Facetten.
in der Natur, in den Tieren und im menschlichen Miteinander. Zärtliche Berührungen sind Ausdruck der reinen Liebe. Umarmungen sind Ausdruck der zärtlichen, sanften, reinen Liebe. Sich gegenseitig mit Respekt und Liebe zu begegnen, ist ein Ausdruck der reinen Liebe. In der Versöhnung ist ein Ausdruck der reinen Liebe. So erlaube dir, liebevoll aus Liebe zu dir selbst, verstehe, geliebtes Herz, aus Liebe zu dir selbst. Die Liebe von Herz zu Herz wieder fließen zu lassen. Die Liebe lebendig werden zu lassen. Denn dadurch wirst du Stück für Stück dein wahres Sein, deine wahre Größe, deine wahre Schönheit wieder leben. Indem du die Liebe wählst und die Unliebe in dir und um dich herum sein lässt. Ohne sie zu bewerten, ohne sie zu verurteilen, ohne sich in diese Strukturen zu verstricken, sondern ganz bewusst aus dir heraus, aus der Stille in dir. Die Unliebe erkennend und aus freiem Willen die Liebe zu wählen. Und das ist deine Entscheidung. Und so scheiden sich die Wege. Und du entscheidest, welchen Weg du wählst. Bleibst du in der Unliebe oder gehst du in die Liebe? Ich bin da.
Ich führe dich. Ich halte dich. Ich schenke dir meine ganze Aufmerksamkeit. Denn ich sehe die Liebe, die du bist, das Liebespotenzial, was du bist, deine Liebesfähigkeit, die du bist, die Schönheit, die du bist und die zarte, liebende Liebe, die du bist. Hab Vertrauen, denn du bist wunderschön. Du warst es immer, du bist es und du wirst es immer sein. Denn im Ursprung ist jede Seele wunderschön, strahlend, leuchtend, einzigartig. Ausdruck der Urquelle allen Seins. So berühre ich dich in deinem Herzen. Segne alle Herzkammern, segne deine Seelenkammern, segne alle deine Verletzungen, segne deine Wunden, segne deine Narben, segne all deine Erfahrungen in Raum und Zeit, die du in der Liebe erlebt und gelebt hast. So atme tief ein und aus. Öffne dein Herz und nimm alles an, was ich dir jetzt energetisch in dein Herz einbette. Alles liebend, zärtlich, berührend. In meiner Vollmacht. So ist es geschehen. Und ich danke dir von Herz zu Herz, dass du mir erlaubt hast, für dich zu wirken. Es ist mir eine Ehre, dir zu dienen. Du liebes Licht, was du bist. So ziehe ich mich aus deinem Energiefeld zurück. Du kannst mich jederzeit rufen. Ich verneige mich vor dir und danke dir, dass du ein liebes Lichtträger bist und den Willen hast, mitzuhelfen, die Liebe zu korrigieren. In die göttliche Ordnung in dir und um dich herum. Geliebtes Herz, ich bin Engel Shamuel und diene dir ewiglich.